Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir sind im Quest Ein vernebelter Verstand. Ich habe den Erzweisen von Kiara Sydanus Einfluss befreit, indem ich den Fluch brach, der auf seinem Unterbewusstsein lastete. Vielleicht erfahre ich jetzt den Grund, warum er mich ursprünglich gerufen hatte. Und wir sind hier an einem total irren Ort irgendwie. Dieser Schulia Arcana Höhle oder was auch immer. Hier kann man auch nochmal an verschiedene Abzweigungen gelangen. Bin hier auch an einer auch schon mal hingelaufen. Zum Beispiel da oben ist einfach nur ein Bett und so. Da kann man angeblich seine Kleidung nochmal ändern, was aber gar nicht ging. Und da hinten ist auch nochmal irgendwie sowas, wie sieht aus wie ein Gemmschleifaltar. Und dann war da auch noch so eine ganz komische andere Ecke. Ich weiß gar nicht, was hier jetzt ist. Ist eigentlich völlig entgegengesetzt von dem, wo wir hinrennen sollen. Ich habe das Gefühl, das könnten wir aber noch hier hin, weil man kann hier diese Siegelsteine benutzen, aber ich traue mich nicht, hier irgendwas zu drücken, sondern laufe einfach mal dahin, wo wir hin sollen. Weil in einer anderen Abzweigung, da waren auch diese kleinen Boggart-Viecher, diese wii, 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 wii. Und da waren auch solche Siegelsteine, die man drücken konnte. Aber ich laufe jetzt einfach mal weg. Eigentlich sollen wir hier gar nicht sein. Und dann möchte ich auch noch gerne mal die Sachen lesen, die wir da eingesammelt haben. Diese ganzen Briefe und was weiß ich. Haupthalle, okay. Vielleicht sind die Siegelsteine auch einfach nur so eine Art Verstecke und dann finde ich da coole Sachen oder so. Ich weiß es gar nicht. Erstmal gehen wir jetzt hier zurück. So. Wenn ich neugierig bin, kann ich es ja immer noch mal machen. Einen schönen Tag noch. Ja, tschüss. Schönen Tag noch. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Nicht jetzt meditieren, ich bin da. Ihr habt bestimmt Fragen. Ich werde mein Bestes geben, sie zu beantworten. Doch zunächst lasst mich Folgendes sagen. Kein Adept in der Geschichte der Schulia Arcana hat seinen Gelehrtenring mehr verdient als ihr. Nehmt ihn mit meiner tiefsten Dankbarkeit. Bereitet euch nun vor. Wir werden die Angriffe unseres Feindes nicht länger hinnehmen. Wir schlagen zurück. Yeah, was schlagt ihr vor? Es ist an der Zeit, dass ihr die Wahrheit über unseren Orden erfahrt. Die Wahrheit über Kiara Sydanus und den Untergang des dunklen Empyreons. Kiara Sydanus wurde niemals getötet, Gelehrte. Sie wurde im Fundament von Rathia eingesperrt. Durch euer Tun ist sie erwacht. Und obwohl sie immer noch gefangen ist, sind ihre Kräfte gewaltig. Um sie zu vernichten, müssen wir sie erst befreien. Warum ist es meine Schuld? Wer kennt sonst noch die Wahrheit? Als Ethan Engar das Ritual für eure Aufnahmeprüfung durchgeführt hat, wirkte er einen Zauber, dessen Zweck es war, etwas zu beschwören, das euer Potenzial auf die Probe stellen sollte. Niemand hätte vorhersehen können, dass die Magie des Rituals stattdessen Sydanus in ihrem Gefängnis fand. Ein winziger Teil ihres Bewusstseins gelangte zu eurer Aufnahmeprüfung. Einmal erwacht, benutzte sie den Geist der daran Beteiligten, um ihre Flucht vorzubereiten. Wer kennt sonst noch die Wahrheit? Die Wahrheit der Gründung der Schulia Arcana, ihr eigentlicher Zweck, ist ein Geheimnis, das nur von Erzweisen zu Erzweisen weitergegeben wurde. Wir haben viele Gelehrte in unserem Orden, allesamt überragend talentiert auf den Gebieten der Alchemie, des Gemmenschleifens oder der Forschung. Aber es gibt einen Grund dafür, dass Erzweise wegen ihrer Meisterschaft der Kriegsmagie ausgewählt werden. Denn eines Tages wird Sydanus zurückkehren und dann muss jemand vorbereitet sein, sich ihr zu stellen. Sagt mir, was ich tun soll. Seit ihrem Erwachen hat Sydanus aus ihrem Gefängnis heraus von Magiern unseres Ordens Besitz ergriffen. Ihr Ziel war die Erschaffung von drei Elementarschlüsseln. Die Sonnen, Sturm und Froststeine, die ihr nun in Händen haltet. Wir werden diese Schlüssel genauso einsetzen, wie Sydanus es vorhatte. Wir werden sie befreien. Und dann werde ich sie töten. Also gut, tun wir es.
Die Brillanz von Elodan Gutblut veranlasste die Gründer dazu, aus den Grundfesten der Scholia Arcana einen Zauber zu erschaffen, die Glyphe, die Sydanus gefangen hält. Lasst euch von der Magie führen. Platziert jeden Schlüssel beim zugehörigen Gründer, dann wird der Zauber gebrochen. Wenn Sydanus frei ist, stoßt ihr im Zentrum der Glyphe zu mir. Sie wird erscheinen und ich werde mich ihr stellen. Viel Glück. Und es würde mich nicht wundern, wenn das sogar da unten wäre nochmal. Schlüssel platzieren, Sturmstein platziert, Froststein platziert, Sonnenstein platzieren. Okay, gut. Ja, wenn ich hier gerade aber reisen kann, dann kann ich hier reisen. Nein, ich bin hier irgendwie ganz woanders gerade. Kann ich oder kann ich nicht? Na gut, dann müssen wir das jetzt mal machen, weil jetzt muss ich den ganzen Weg nicht. Ich wollte eigentlich nur mal zurück. So. Ich wollte nur mal zurück, weil ich dachte, dann kann ich schon mal meine Sachen wegpacken in meine Kiste. So, das ist ja cool. Jetzt werden hier diese Statuen eingesetzt. Das Verhältnis wird schwächer. Nur noch ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Und wehe, du verarschst mich jetzt und redest jetzt gerade als sie. Das wäre richtig mies. Ich spüre, wie die Harmonien der Zauberglyphe sich entfalten. Sie kommt, Gelehrte. Macht euch bereit. Okay. Warum zeigt sie sich nicht? Nein. Bleibt oh nein. Es ist... Ich habe diesen Moment so lange herbeigesehnt. Das süße Aroma der Freiheit zu schmecken und das Vermächtnis derer zu vernichten, die mich eingesperrt haben. Und das verdanke ich alles euch. Von Anfang an habt ihr eure Rolle perfekt gespielt. Jeder Schritt war im Einklang mit meinem Willen. Närrin, so viel Potenzial. Wirklich schade, dass ich euch nun töten muss. Ja, von wegen. Was ist mit dem Erzweisen passiert? Erzweiser! Ihr Kinder benutzt wirklich alberne Titel. Dieser Schuft wäre im dunklen Empyreon lediglich ein Diener gewesen. Aber seid versichert. Er ist jetzt sicher tief im selben Zauber, der auch mich festgehalten hat. Und er wird bis in alle Ewigkeit dort verrotten. Muss es ein Blutvergießen geben? Aber natürlich. Ich war die letzten 7 Jahrhunderte in einem Magiegefängnis eingesperrt, das genau aus diesen Steinen errichtet worden war. Ich kann nicht in der Zeit zurückgehen und mich direkt an denen rächen, die dafür verantwortlich waren. Ja, dann nicht, dann komm. Aber ich kann ihr Vermächtnis zerstören. Die Scholia Arcana wird die nächste Stunde nicht das überstehen. Das werden wir ja sehen. Okay. Komm. Oh, nun nimm den doch mal. Komm schnell hin. Scholia Arcana vernichten von wegen. Tschüss. Immer diese vorlauten Tussis. Sprich mit Nen. Kutte des dunklen Empyreons. Vielen Dank. Na komm mal her. Habt ihr es alle gesehen?
Ihr habt vollbracht, wozu kein anderes Mitglied unseres Ordens imstande war. Ihr seid Chiara Sydanus entgegengetreten und war dabei siegreich. Nach eurer Aufnahmeprüfung hat Jubal Kaledus mir das gegeben. Erst jetzt verstehe ich, dass es im Falle seines Todes an euch übergeben werden soll. Die Scholia Arcana schuldet euch alles und steht hiermit unter eurem Befehl, Erzweise. Yay! Ich hab Scholia Arcana geschafft. Ja, Mann. Eran, mit Nien, wer bist du eigentlich nochmal? Nachdem der Gelehrte Engar unpässlich ist, ist es mir zugefallen, das Tagesgeschäft des Kapitels zu überwachen. Cool. In ruhigen Momenten frage ich mich, bei den jüngsten Ereignissen, die unsere Zauberer so plagen, werden wir die kommenden Zeiten überleben? Mit mir schon. Coole Sache, das ging voll schnell und so, war alles gar nicht mehr so schwer. Quest gemeistert, Offenbarung. Yay. Was ist eigentlich mit den Statuen jetzt? Die blinken jetzt einfach cool vor sich hin, weil wir die Steine eingesetzt haben. Das ist ja cool. Yay, wir haben die Scholia Arcana geschafft. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, da kommt noch viel, viel mehr. Na gut. Okay. Dann möchte ich aber trotzdem jetzt gerne mal wissen, wir hatten doch so viel eingesammelt. Zuletzt an Krims und Krams. Und wir haben sowieso immer so viele Bücher und Tilü, Ethan, Engers Brief, war das das? Wird hier mal mit einem Sternchen angezeigt, was neu ist? Ja, nee, das nicht. Die anderen Sachen halt, die anderen Sachen. Okay, ich bin zu doof. Tagebuch eines Gehilfen. Persönlicher Brief. Notiz von Reddel Mahne. Eine hastig hingekritzelte Notiz. Was ist denn das? Mein Büro im Hospitalisquartier. Ihr wollt wissen, wer euch beobachtet, kommt dorthin. Oh. Ich habe keine Ahnung, welche von diesen 10 Millionen Briefen, die ich mit mir rumschleppe, wir schon gelesen haben und welche nicht. Das ist leicht doof. Ich würde sie euch ja alle vorlesen, aber es ist irgendwie so Kuddelmuddel und unsortiert und ich blicke halt echt nicht durch. Also... Das ist doof. Ich hätte mir Notizen machen sollen nebenbei. Hier, die Scholia Arcana kann man nochmal lesen. Über die Gründung der Scholia Arcana. Und so kam es, dass in den Jahren des Kampfes, als die tyrannische Königin Sydanus die Felder von Eratel hüfthoch mit Blut besät hat, drei überraschende Seen den Weg... Hatten wir das nicht schon? Ich weiß immer nicht, was wir schon hatten. Irgendwas mit Sklaverei... ich habe keine Lust. Dass der Untergang, Dunkle Imperion, Star Wars, Krieg der Sterne, keine Ahnung, was wir schon gelesen haben. Ich würde sagen, ich hau einfach mal ab, nach Hause und dann können die mich alle mal. Ich gehe ab in den Netzwald, wo ich ja nie leben wollte, aber da war halt immer mein Zuhause. Das war immer mein Zuhause. Ja, was machen wir denn jetzt mal? Ich finde, für den Rest des Parts kümmern wir uns um die blöden Bücher von Till. Was haltet ihr davon? Wahrscheinlich nicht so viel. Aber die könnte man nochmal lesen. Da gibt es wenigstens eine Reihenfolge. Da kann man wenigstens von Band 1 bis Krababums kann man da alles lesen. Weh, ich kann hier immer noch nicht reisen. Oh, ich kann hier immer noch nicht reisen. Ne? Ich muss immer erstmal von der Oberstadt wieder runter. Dann waren doch aber die bestimmt diese komischen Siegel in der Halle. Putzt das. Man hat nicht einen Moment. Schönen guten Tag. Ja. Guck mal, hier kann man sich auch noch mal heilen. Das könnte ich auch noch mal machen. Der Hauptmann der Wache war so ein Fluch an der Backe noch oder eine Krankheit oder sowas. Und das will ich nicht haben. Und genug Kohle haben wir. Und hier ist immer noch jemand, der Hilfe braucht. Hallo. Sagt mir, was führt euch an diesen heiligen Ort? Wollt ihr beten? Euer Schicksal weben lassen? Oder seid ihr wegen des Orisons hier? Was für ein Orison? Wo seid ihr aufgewachsen, mein Kind, dass ihr das nicht wisst? Wer Lyrias Segen erbittet, muss zunächst drei Aufgaben erfüllen. Ach was, welche Aufgaben sind zu erfüllen? Reise, Dienst und Schenkung. Sie wehen von außen nach innen, aus den Tiefen unserer Geschichte bis in diesen Augenblick. Mhm. Lyrias Segen? Der Segen ist mehr als eine Phrase. Indem ihr etwas von euch selbst gebt, um ihn zu erhalten, wird euer Gewinn größer sein als euer Opfer. So, wo beginne ich? Ihr habt damit begonnen, als ihr in diesen Tempel kamt. Die erste Aufgabe ist die Reise. Hier,
Nehmt diese Amphore. Geht zu den drei Quellen, die Priesterin Tirin während ihrer Reise aus dem Norden segnete. Füllt etwas Wasser aus jeder Quelle in die Amphore. Die erste Quelle findet ihr außerhalb von Rathir. Die zweite im südlichen Galafor. Die dritte am Schneeschmelzpass. So. Okay. Wer bist du eigentlich? Es war Hohepriesterin Tirin, die unser Volk aus Glensotain führte. Oder die andere? Sie war es, die Rathir fand. Sie war es, die uns beschützte und lenkte. Die uns zu dem machte, was wir sind. Und wer bist du nochmal? Oder so? Oder auch nicht? Es gibt irgendwie gar nichts über dich zu erzählen, ne? Lyria? Es heißt, unsere Göttin ist die Göttin der Magie. Aber als solche ist sie auch die Göttin des Kerns aller Dinge. Die Göttin aller Mysterien. Und die wahre Weberin des Schicksals. Kommt aber wieder, wenn ihr fertig seid. Ich hab Tyr noch besiegt und es gibt jetzt gar kein Schicksal mehr. Man kann das jetzt alles selber wählen. Man kann das machen, wie man will. Und ich bin hingegangen, um mich von ihr heilen zu lassen. Kann sie das jetzt bitte mal machen? Oder war das bei jemand ganz anderem? Das soll doch irgendwo hier sein. Ich hätte das mal gar Willkommen. Nicht. Bestimmt bei ihr nicht. So, nehme ich nochmal den Lyria mit hier. Du vielleicht? Nee, ist einfach nur ein Bürger. Wer kann mich denn mal heilen hier? Und guck mal, hier eine Kiste. Aber das lassen wir mal lieber. Nicht, dass Lyria uns noch irgendwie einen Blitzschlag oder so runterschickt. Und hier haben wir auch noch jemanden. Was brauchen die denn alle hier für Hilfe auf einmal? Willkommen in unserem Tempel. Ich bin eine Tochter von Lyria. Eine von vielen Söhnen und Töchtern, die sich hier aufopfern. Meine Aufgabe ist es, über die heiligen Reliquien unseres Ordens zu wachen. Leider gingen viele der Reliquien, die wir einst besaßen, verloren. Mhm. Warum gingen die Relikte verloren? Als der Krieg kam, schickten wir eine Reliquie in jede Festung. Dadurch stärkten wir zum einen den Glauben und die Moral der Soldaten und zum anderen hätten einige Reliquien die Zeit überdauert, wenn Rathir gefallen wäre. Wir haben sogar eine Belohnung für ihre Wiederbeschaffung ausgelobt. Aber leider will uns niemand helfen. Ja, ich mach das. Bitte. Ich weiß von mindestens 6, die zu den wichtigsten Festungen der Eratel-Ebenen gebracht wurden. Bringt mir alle, die ihr findet. Lyria belohnt jeden ihrer Diener. Okay. Ich habe einige Relikte gefunden. Ich habe ein paar Relikte gefunden. Anscheinend habe ich. Mehr als eine? Lyria meint es wirklich gut mit euch. Nehmt das als Zeichen unseres Dankes. Ach so. Oh. Okay. Wo sind die verlorenen Relikte? Die meisten wurden in die Festungen der Eratel-Ebenen gebracht. Aber wir sind euch für jede Reliquie dankbar, die ihr findet und bereit, sie in Gold aufzuwiegen. Cool, ich habe ein paar Krempelsachen losgeworden. Das ist doch schön. Mache ich gerne. Wiedersehen. Ach, die kann mich heilen, ne? Moment mal, warte mal hier. Warte mal. Du sollst mich heilen. Komm. Willkommen ja. in unserem... Heilen. So, Flüche aufheben. Vielen Dank. Kannst du mich auch noch gleich heilen? Okay. Tschüss. Gehabt euch wohl. Ja. Ich hab mich doch heilen. Ach so, ich wollte gerade sagen, sie sollte mich doch heilen. Warum geht das nicht? Oh, und hier kann man noch so ein Lyferion Band 3 holen. Falls man das lesen möchte. Und jetzt gehen wir mal raus. Weil wir haben ja auch schon wieder irgendwie neue Nebenquests, obwohl ich mich eigentlich nur heilen wollte. Die Stadtwache, ja, weitergehen. Ja. Was mache ich jetzt mit den Quests? Ja, lassen wir das mal hier mit den Quellen. Super. Irgendwelche Quellen sein. Ich wollte eigentlich das mit Tills Büchern machen, aber okay. Na gut. Die Stadtwache, macht Platz. Jawohl, Herr Hauptmann. Die Wache sieht alles, was sie hat. Talismane, mächtige Gegenstände. Ich bin jetzt voll im Kreis gelaufen. Habt ihr gar nicht gemerkt. Die Belagerung wurde endlich durchbrochen. Ja, die Belagerung. So, wir laufen mal weg hier. Oh, hallo, Fremde. Hi. Twili-Küste. Zumindest in die Richtung sollen wir. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Bestimmt voll weit weg. Mal gucken, ob wir da auch mit Schnellreise gleich hin können, wenn das hier wieder mal nach stundenlangem Laden endlich fertig geladen hat. So.
das soll hier in der Nähe sein. Dann holen wir uns mal hier den ersten Quellbrunnen oder was auch immer. Nee, wir sollen ja Wasser in die Amphoren gießen. Der Handel findet in der Brüde. Das sollte ja nicht so schwer sein. Und ist auch irgendwie wieder mal... Und da ist doch ein Singstein, den wir übersehen haben. Das gibt's ja nicht. Was man immer so entdeckt, wenn man die Nebenquests... Wenn man die nicht machen würde, ne? Dann wird man sich so einen absuchen, glaube ich, wenn man die vollständig kriegt. Und man kann die ja vollständig kriegen. Und man kann die auch alle nacheinander anhören, was wir so nie gemacht haben. Und dann machen die ganzen Geschichten natürlich auch Sinn, wenn man die nacheinander hört. Aber da würde man sich doch einen absuchen, die so nach Reihenfolge zu finden und überhaupt alle in den Ebenen zu finden. Naja. Ich habe das Lied in diesen Landen eingerollt. Das Leben aus den Knochen der Erde gerecht. Ich habe es zitternd und nackt zurückgelassen. Ich halte seine sterbende Magie in meinen Armen. So, so. Und jetzt soll ich da runter? Kann das sein? Weil hier das Wasser ist. Ne? Genau. Das soll ich nämlich hier machen. Hier. Ach, das ist ja cool. So, ja, ich wollte den Bogen wollte ich gar nicht haben. Ich wollte die Amphore füllen. Habe ich auch gemacht. Habe ich gemacht. Habe ich schon. So. Und noch einen Bogen gefunden. Gibt's ja gar nicht. Per Schnellreise möchte ich dann jetzt aber zum Zwielichtgesträuch, um von da aus dann die nächste Quelle zu finden. Und dann haben wir auch nochmal, da haben wir hier die Scholia Arcana gemacht. In ein paar Sekunden, Minuten haben wir da die eine da, die Eiskönigin besiegt. Ja. Und noch fast einen ganzen Nebenquell. Ach komm, Leute. Warum gebe ich mich einfach auf? Wer nicht hören will, muss fühlen. So, dann gehen wir mal hier oben hin. Da sind auch immer noch diese drei anderen grauen Kringel. Die gehören aber zu einem anderen Quest. Den bin ich schon so oft gefolgt, dass ich das weiß. Lalalala. Und zwar sind das dieser Quest, wo wir den Boggart... Den Boggart kann man hier ja beschwören. Obwohl wir den schon längst beschwört haben. Dieser Bug-Nebenquest. Der ist nämlich buggy. So, das war Quelle Nummer 2. Und dann reisen wir jetzt noch zu Quelle Nummer 3. Und zwar vom Flüchtlingslager aus. So, da müssen wir jetzt ein Stückchen laufen, aber das sollten wir hinkriegen. Nein, lasst mich in Ruhe. Weißt du, geh mir doch nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf den Sack. Bescheuert. Quelle Nummer 3. Was ist da unten? Eine verschlossene Truhe? Hier? Nie aufgemacht worden? Das war ja wieder klar. Wo kommen sie? Beschützen sie ihre Truhe? Eine schwere Truhe sogar. Na. Ey, hallo. Hallo. Bitte geh auf, bitte geh auf. Oh, nein! Der geht nicht. Der geht nie. Doch, der geht? Nein, der geht nie. Ich gehe wieder hier. Okay. Ja, ich hab's verstanden. Es ist eine schwere Truhe. Haben wir es damit in die... Leck mich. Prismäre Dietrich eingesetzt. Mir zu doof. Ich weiß, es ist schade um die Truhe, aber egal. So, noch ein bisschen Nabholzborke. Und dann, komm, die eine Quelle will ich noch schaffen in dem Quest, damit wir dann schön, damit ich dann schön erstmal den ganzen Krempel wegbringen kann und wir das schön beenden können. Ah, toll. So, das letzte Wasserlein geholt. Hier stehen wir am Meer
bei Abend, Nacht, was auch immer wir gerade haben. Ich weiß gar nicht. Wie viel Uhr? 21.11 Uhr. Abend. Ja. Und ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Dann beenden wir den Quest doch auch gleich. Das ging ja recht fix. Können wir auch den anderen auch noch gleich machen. Und dann widmen wir uns vielleicht Tills Büchern. Und dem eventuell letzten Gruppierungsquest. Den letzten Nebenquests, die wir haben. Und ob es dann überhaupt noch irgendwas hier in Amalur zu tun gibt, weiß ich nicht. Dann kann es nämlich auch sein, dass das Spiel bald endet. Nur, dass ich's wüsst. Ne? Was ist hier drin? Verbesserter Metzgerstil. Den sollte man haben und mitnehmen. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.